was die Anordnung angeht. Und verändert, Harit bringt 4 gelbe Karten mit und Menge Verletzte. Das erklärt unter anderem diese Startelf. Gebaut in dieser Woche. Auch hier die Grundordnung sehr interessant. Da ist Adi Hütter, der scheidende Cheftrainer, der im Revier. Bankkaufmann aus Bremen, 46. Bundesligaspiel, an den Sach hineinführen kann in die Champions League. Das wird das erste Mal links unterwegs und Schalke, wie sich das gehört, im letzten. Kamada zurück, ja, soll man sagen, zu seinem Erfolgssystem mit 2 Zehnern, denn Ada mit dem tiefen Lauf im Zentrum wartet so. Kamada, das dauert lange, dann ist Fährmann da. Und die Fahne oben. Tuta und Hasebe. Das ist sehr kleinteil. Harit, klar, um Tuta herum. Und der kriegt dann einen mit. Das sah relativ deutlich aus. Und Schalke bekommt den Strafstoß. 13. Minute, klar. Hüntelaar und Trapp hat ihn und Hüntelaar nimmt den Nachschuss und Schalke führt mit 1:0. Younes. Nach Ecken. Kamara. Mit Younes gleich sicherlich wieder neu sortieren. Kostic, ja, das ist die Chance. Fährmann hat ihn. Also immer mit Kamada. Kann Sané nicht folgen. Lässig. Reichte nicht, um Flick zu bedienen. Oh, ganz hinten ist viel Platz. Und Fährmann verschätzt sich. Und es ist das 26. Tor von Andres Silva. Hebt sofort die Hand bei der. Gut, Harit. Kamada. Na, hat seine Schwierigkeit. Durchaus gegen Uth und gegen. Zu ihren Gunsten zu drehen. Kamada und. Tuta. Mustafi gegen Son. Kamada an Mustafi vorbei. Sané in nächster Phase. Schalke in Bewegung zu bringen. Fehlen mir auch so ein paar. Kostic. Wieder Kamada. Kam aus dem Abseitsfreistoß Schalke. Kamada. Ganz hinten raus. Der Chant lesen war. Wenn ihn eng an den Verein weiter binden mag. Welcher Funktion muss noch definiert werden? So, jetzt eine Möglichkeit für Frankfurter Tempospiel. Silva auf die Seite ausgewichen. Nach Vorarbeit von Younes und Torwartfehler von Fährmann. Pandemie hat man es nicht geschafft, ihn standesgemäß zu verabschieden vor 50.000. Schauen wir mal auf die Schalker Reservisten. Fängt zu regnen. Entsprechend dann auch die Bodenverhältnisse. Kamada. Noch einmal Motiv. Kamadas Ecke. Oh, der ist gefährlich und er sitzt und Frankfurt hat die Partie gedreht. Evan Ndika war's. Die 51. Minute. Oh, das war super von Klaas-Jan Hüntelaar und Schalke hat die Möglichkeit nach diesem tiefen Lauf und den setzt er rein, Idrissi mit seinem ersten Bundesliga-Tor und schauen Sie mal, wie der sich freut, der grinst einmal rund um den Kopf herum. Blendi Idrissi, zweites Bundesliga. Younes und Kamada. Nochmal Chandler. Silva rechts überholt, Aydin, was heißt überholt? Toppi macht's allein und den macht er super und Flick ist da und die Fahne bleibt unten und noch er erzielt sein erstes Bundesligator. 60. Minute, Hansi nennen sie ihn, ja klar, Florian Flick in seinem dritten Bundesligaspiel, auch mit seinem... Ein Luka Jovic. Und wieder Schalke. 4-2 Situation. Da ist Hoppi. Hoppi macht den rein. 6. Tor und Schalke düpiert Eintracht Frankfurt. 4:2.
auch Jovic steht bereit, sowie Steven Zuber. Ja, da ist Silva. Silva ging. Da liegt dafür Jovic zwischen die Beine von Fährmann und dann ist er drin. Kommt Silva dann am Ende wieder. 4-3. 72. Asebe. Jovic. Hoffenheim 4-0. Und heute kommt Zuba. Hat er nicht getroffen. Hätte Dimitrios Gramotzes noch. Also noch zwei Tore. Unentschieden. Frankfurt möglicherweise die Champions League noch kriegen, ist eigentlich eine Marginalie. Sie müssen jetzt Ache. Rode und Rustic. I've been cold for so long. One touch and we're igniting, setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now, 'cause baby our love is gonna burn down. We'll be right back.